Ja, ich darf Sie alle begrüßen zur Pressekonferenz nach der Partie der Jobsize Gießen 46ers gegen S. Oliver Würzburg. Ich begrüße die Vertreter der Presse und natürlich vor allem die beiden Coaches. Auf Seiten von Würzburg, Dennis Wucherer, und auf Seiten der 46ers Rolf Scholz. Ja, Dennis, ich bin ein bisschen sprachlos über den Spielverlauf. Ich glaube, du wirst ein paar mehr Worte finden. Was ist passiert, dass ihr das Ding noch drehen konnte? Erstmal, was ist passiert, dass es zu diesem ersten Viertel kommen konnte. Aber wenn du 8-mal den Ball zum Gegner wirfst im ersten Viertel, dann wird es schwer. Und Gießen hat es verstanden, eben daraus Kapital zu schlagen, sagt man, glaube ich. Ja, das wäre das. Ja, mir fehlen die Worte in der Tat. Und haben natürlich mit Brandon Thomas dann auch denjenigen gefunden, der heiß war und die Würfe getroffen hat. Zweite Halbzeit haben wir dann in der Defensive deutlich mehr Intensität hinbekommen. Ich glaube, es gab keine einfachen Punkte mehr in der Transition für Gießen, und in der Halbfeldverteidigung haben wir auch einen vernünftigen Job gemacht und so die Möglichkeit gegeben, eben da wieder zurückzukommen. Insgesamt haben wir aber auch, glaube ich, das Spiel gesehen, zweier Mannschaften, die durchaus zu Recht da stehen, wo sie stehen, weil so richtig gut war das nicht. Ja, vielen Dank. Rolf, ich glaube, dir fällt es auch schwer, Gründe zu finden. Ja, erstmal Glückwunsch an Dennis und Würzburg. Ich denke, kann dann Dennis recht geben, das war kein Basketball-Leckerbissen. Ja, das hat, denke ich, aber auch keiner erwartet. Enttäuschung. Ja. Klar sind wir enttäuscht, die Jungs sind enttäuscht, ich bin enttäuscht, sind alle enttäuscht. Haben viel investiert in der ersten Halbzeit, ja, und denke ich auch einen ganz guten Druck ausgeübt in der Verteidigung. Haben uns leichte Körbe endlich mal wieder erarbeitet, ja, die uns gut getan haben, haben schön den Korb attackiert, da im zweiten Schritt auch unsere Werfer gefunden. Es war zu erwarten, ehrlich gesagt, dass Würzburg den Druck erhöht im dritten Viertel, und umso enttäuschender, dass wir keine passenden Antworten hatten. Ja, Fragen noch von Seiten der Presse an die beiden Coaches? Gut, das ist nicht der Fall. Dann, Dennis, euch einen guten Nachhauseweg und bis zum nächsten Mal. Ciao.